Zu Gast sehen Sie mit freundlicher Unterstützung der Kanzlei von Rechtsanwältin Andrea Hoffmann. Ehe, Familien, Arbeits-, Miet- und Sozialrecht. Hettstedt, Markt 47. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei Punkte um Ehre im regionalen Fernsehprogramm zu einer weiteren Ausgabe von Zu Gast. Und ich freue mich heute hier bei uns im Studio begrüßen zu können den Landtagsabgeordneten der Linken und parlamentarischen Geschäftsführer Stefan Gebhardt. Herzlich willkommen hier im Studio. Und wir hatten die Diskussion ja schon mal bei der Sendung mit dem neuen Bürgermeister von Hettstedt, dass ich meinen Gast duze. Ich mache es in dem Fall auch. Wir werden gleich mal erklären, warum, denn wir kennen uns schon Jahrzehnte. Das stimmt. Und da wäre es irgendwie ein bisschen komisch, wenn wir uns jetzt hier sitzen an der Stelle. Also Stefan, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Ist ja nicht das erste Mal. Vielen Dank, freue mich, dass ich hier sein darf. Wir haben es aber trotzdem so gehalten und wollen es auch so halten in Zukunft, dass der Gast Gelegenheit hat, sich erstmal kurz vorzustellen. Wer ist denn Stefan Gebhardt? Stefan Gebhardt kennt viele, viele hier in der Region schon aufgrund seiner politischen Tätigkeit. Aber vielleicht mag es den einen oder anderen geben, der vielleicht dein Gesicht in der Form so noch nicht gesehen hat. Also, wer ist Stefan Gebhardt? Wo kommt er her? Wie ist er das geworden, was er jetzt ist? Ja, wo kommt er her? Ist ein guter Einstieg, weil ich komme direkt aus Mansfeld-Südharz. Ich bin Hettstedter mit Leib und Seele, habe schon immer hier gewohnt in dieser doch für mich tollen Stadt. Das ist meine Heimat. Bin mittlerweile 45 Jahre alt, bin vom Beruf Krankenpfleger, habe das Mitte der 90er Jahre im Kreiskrankenhaus Aschersleben damals noch gelernt, damals als noch ein gutes kommunales Krankenhaus war, noch nicht privatisiert war. Habe danach dann anderthalb Jahre dort auch auf der Urologie gearbeitet und bin dann 1998 zum ersten Mal in den Landtag von Sachsen-Anhalt gewählt worden und seitdem bin ich Landtagsabgeordneter in meiner Haupttätigkeit. Aber natürlich, wenn man politisch engagiert ist, macht man noch viele andere Sachen quasi nebenbei. Also ich bin auch kommunalpolitisch engagiert, bin im Stadtrat hier in Hettstedt, bin in diversen Vereinen präsent. Vielleicht kennt mich der eine oder andere auch noch durch meine jahrelange Tätigkeit als erster Sprecher der linken Jugend, die Rotfüchse, die ja nun den Fuchsbau auch in Hettstedt betrieben haben. Daher kennen wir uns ja auch noch, als damals das Hettstedter Kabarett für uns Rotfüchse damals auch gespielt hat, wo du mitgespielt hast. Ja, ansonsten bin ich ein glücklicher Familienvater, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ja, soweit erstmal. Genau, und da sind wir, denke ich, bei dem Punkt war ja schon fast die Auflösung, warum wir uns so lange kennen. Ich kann mich auch erinnern, das war ja schon zu Zeiten, da gab es Punktum noch gar nicht, da war gerade so im Entstehen. Mhm. Und da war dieser, gut, wir sind jetzt 5 Jahre auseinander, aber da war der Altersunterschied noch ein bisschen deutlicher, damals vor einigen Jahrzehnten. Da dieser junge Mensch, der will in der Politik was werden. Und ich kann mich auch noch lebhaft erinnern, wie er mal Gregor Gysi eingeladen hat, mhm, als zur Wahlkampfunterstützung. Damals ging es um eine Landtagswahl. Mhm. Und da vielleicht auch ein bisschen mit einem Herzklopfen dastand und so eine berühmte Persönlichkeit präsentiert hat. Und das ist so eine Bilder, die ich noch so im Kopf habe. Wie war denn das damals so? Naja, man war jung und vergleichsweise auch mutig und hat gesagt, so, wir holen jetzt mal die Leute heran. Also wir wollten schon als Jugendverein in Hettstedt was losmachen, das war unser Anspruch. Wir wollten vor allen Dingen Kultur bieten. Es war ja damals auch, glaube ich, in den 90er Jahren, wenn man so mal ein bisschen zurückblickt, schon eine Zeit auch der Stagnation, wo die Leute nicht so richtig wussten, wohin orientiert sich diese Gesellschaft, wohin entwickelt man sich. Und wir haben versucht, jungen Leuten erstmal Halt zu geben, haben versucht, für junge Leute was auf die Beine zu stellen. Und in dem Zuge hatten wir uns auch kennengelernt, ich kann mich noch gut erinnern, es war glaube ich 1998, als das damalige Kabarett Hettstedter Unkraut ein neues Programm auf die Bühne gebracht hat und wir als Rotfüchse damals im Haus der Jugend die Premiere präsentieren durften vom Hettstedter Unkraut und ich weiß noch, dass das ein sehr schöner, angenehmer Abend war. Ja, und wir haben versucht, hier mit Kleinkunst, mit Kabarett mit Liederabenden, ne? Gerhard Gundermann, über den jetzt ja gerade ein erfolgreicher Film lief, den haben wir ja damals auch nach Hettstedt geholt zu mehreren Konzerten, die immer rappelvoll ausverkauft waren im Haus der Jugend. Und das war eine tolle Zeit, an die ich mich auch sehr gerne zurückerinnere. Ja, sind wir schon eigentlich schon bei dem, lass mal kurz nochmal Revue passieren. Diese ganze Zeit mit dem Fuchsbau, der war, behaupte ich mal ganz ehrlich, ja, aber der kam dann später, das war erstmal die
Die Rotfüchse waren das, die dann später dann so als Vereinslokal, gab es ja auch viele Diskussionen mit dem ganzen rechtlichen Rahmen, wie man das nun bezeichnet, was dann nun stattfand. Einige Jahre, eine ganze Anzahl von Jahren war da ziemlich viel los. Muss ich einfach sagen, das ist jetzt unabhängig von der Tatsache, dass es ein linker Jugendverein war, es war einfach mal was los für die Jugend. Dann irgendwann wurde es weniger und dann irgendwann war das eben nicht mehr so der Anlaufpunkt. Heute ist ja die FDP an diesem Ort. Alles hat seine Zeit. Wie siehst du das jetzt so im Nachgang? Das ist, glaube ich, eine schöne Zusammenfassung der Ereignisse. Alles hat seine Zeit und es war eine sehr lange Zeit. Als wir den Fuchsbau eröffnet haben, das war 1999, war ja gleichzeitig mein Wahlkreisbüro. Ich hatte ja seinerzeit, als ich 24, 25 war und das erste Mal in den Landtag eingezogen bin, hatte ich ja quasi ein Wahlversprechen abgegeben und gesagt, wenn ich in den Landtag von Sachsen-Anhalt komme, möchte ich ein Abgeordnetenbüro, ein Bürgerbüro haben, wo drin ein Lokal sich befindet. Nicht so ein steifes Büro, sondern für einen jungen Menschen hatte ich den Anspruch, auch junge Leute anzusprechen. Und ich glaube schon, dass das mit dem Fuchsbau im Obertor in Hettstedt seinerzeit gut gelungen war. Wir hatten ja auch klein angefangen und haben dann hinterher weiter ausgebaut, hatten ja später den Keller ausgebaut und haben dort sehr viele Veranstaltungen dort gemacht. Ob das jetzt politische Diskussionsveranstaltungen war, wer war nicht alles da? Also es waren ja wirklich zumindest was aus der Linkspartei oder damaligen PDS kam. Alles, was Rang und Namen hatte, hat sich ja im Fuchsbau versammelt. Wir hatten viele tolle Konzerte mit Dirk Zöllner beispielsweise, fällt mir ein. Dann hatten wir Kabarett, Theaterabende, hatten Kinoabende. Und wir waren vor allen Dingen eine Anlaufstelle für junge Leute, für Schülerinnen und Schüler, die wussten, hier können wir hingehen, hier fühlen wir uns wohl. Hier wird uns was präsentiert, hier können wir uns aber auch einbringen, hier können wir mit eigenen Ideen kommen. Und wir hatten eine klare Kante gegenüber Rechtsextremismus gezeigt, war ja auch in den 90er Jahren damals alles noch ein bisschen anders, wo man gesagt hat, nein, bei uns kommen keine Nazis rein, also Leute, die ein bisschen hipper aussahen, brauchten auch keine Angst bei uns haben, da haben wir uns auch drum gekümmert. Das war eine tolle Zeit. Aber wie gesagt, alles hat seine Zeit. Man wird älter, mittlerweile bin ich 45 und mit 45 kann man nun schwierig einer Jugendbewegung vorstehen. Und insofern hat man sich dann aber finde ich selber nicht so günstig. Ne? Und von daher hat man sich dann anders orientiert. Das heißt ja nicht, dass man noch junge Leute in seinem Umfeld hat, aber auch die damals jungen Leute sind ja auch älter geworden und machen mittlerweile was anderes. War die Linke oder wie gesagt, die hat ja einige Namensveränderungen durchgemacht, also diese Richtung, schon immer deine politische Heimat oder hast du auch mal gesucht? Naja, ich bin schon während der Wendezeit 1989-90 politisiert worden. Das hat was damit zu tun, dass ich damals meinen 10. Klasseabschluss gemacht habe und so ein bisschen das Gefühl hatte, alles ist im Umbruch, alles wälzt sich gerade um. Aber man wusste ja auch noch nicht, wo die Reise hingeht. Und ich hatte als erstes den Anspruch, ich wollte einen ordentlichen Schulabschluss machen. Und hatte so den Eindruck, naja, liebe Leute, alles schön, was da so passiert, aber kümmert sich auch irgendjemand darum, dass man hier einen anständigen Schulabschluss noch hat? Also dass hier, dass irgendwie der Unterricht auch in geordneten Bahnen weiterläuft. Und da hat man sich versucht, das erste Mal politisch zu engagieren, hat sich auch ein bisschen an seinen Mitschülern oder an seinen Lehrerinnen und Lehrern auch orientiert, geguckt, wie die so gerade ticken. Und danach habe ich mich so ein bisschen ausgerichtet, habe geguckt, wem kann man hier auch irgendwie trauen, wer hängt seine Fahne nicht in den Wind und ist nicht einer der typischen Wendehälse. Und dadurch, dass man sich politisch auch als links irgendwie empfunden hat, bin ich dann ziemlich schnell bei der PDS damals gelandet, Anfang der 90er Jahre. Und hatte auch viel was damit zu tun, dass es damals die Rotfüchse schon gab, die waren gerade gegründet worden. Und das waren einfach prima junge Leute, mit denen man irgendwie was losmachen konnte und eine Menge Spaß haben konnte und man hat sich politisch gut aufgehoben gefühlt. Und so kam das alles. Man hat ja jede Partei hier in der Region oder im Land, die politisch relevant ist, so eine ganz noch spezielle Kultur, sag ich mal, die sich aus den Entwicklungen der Zeit, der Jahrzehnte so ergibt. Wie die SPD, die musste sich völlig neu gründen, die hatte nicht wie die CDU, konnte auf Strukturen zurückgreifen und so weiter und so fort. Und bei PDS, Linkspartei und was so zwischendurch hieß, war eigentlich für mich immer auffällig, dass es da so zwei Gruppen gab. So die alten Kader, will ich jetzt mal sagen, die älteren. Und dann so Leute wie dich, die von der Jugend so nachströmten.
War das eigentlich ein Problem, eine besondere Reibefläche oder sehe ich das völlig falsch? So dass so dieses Mittelalter, fand ich, ein bisschen unterrepräsentiert, jedenfalls in der Vergangenheit. Inzwischen sind ja die Jungen wahrscheinlich ins Mittelalter reingewachsen. Genau, die damals, die du jetzt so als die junge Generation von damals siehst, die sind ja heute das Mittelalter innerhalb der Partei und bilden sozusagen auch mit einem wichtigen, harten Kern. Ich habe aber schon immer damals gesagt, wir hatten nie zu viele alte Leute. Wir hatten zu wenig Junge wahrscheinlich, ne? Wenn man das mal so sehen will. Weil die alten Genossinnen und Genossen bei uns waren ja auch jemand, die einen Erfahrungsschatz mitgebracht haben. Und wo man dann auch mal über Vergangenes diskutieren konnte. Und es waren Leute, die nicht gesagt haben, ich habe jetzt mit 40 Jahren DDR nichts mehr zu tun. Sondern es waren Leute, die gesagt haben, ich stehe dazu, ich stehe auch zu meiner persönlichen Vergangenheit und vielleicht auch hier und da sogar Schuld auf mich geladen und bin bereit, die anzuerkennen und abzuarbeiten. Aber ich ergreife hier keine Fahnenflucht. Und das hat mir imponiert, dass es Leute gibt, die sagen, auch in ganz schwierigen Zeiten, und sie waren verdammt hart für viele damals, halten wir hier weiter zur Stange und hängen unseren Mantel nicht in den Wind. Und das fand ich bemerkenswert und an solchen Leuten orientiere ich mich lieber, als an Leuten, wo ich nicht weiß, welche Meinung sie morgen oder übermorgen vertreten. Bist du schon eine ganze Weile im Landtag und hast da also die eine oder andere Reform, auch was die Wahlkreise betrifft, miterlebt? Du warst früher mal der Landtagsabgeordnete gewählt für den Bereich Altkreis Hettstedt. Mhm. Das kann man heute so ja gar nicht mehr sagen. Jetzt bist du ein Landtagsabgeordneter aus Hettstedt oder wie auch immer. Das ist ja ganz verwirrend, die Einteilung der Wahlkreise. Vielleicht erläuterst du das nochmal den Zuschauern. Wer hat dich eigentlich gewählt? Also aus welchem Bereich? Der Wahlkreis, in dem ich aktiv bin, der besteht, oder der damals zur Wahl stand, der besteht eigentlich aus den Städten Hettstedt, Eisleben, Lutherstadt Eisleben, Gerbstedt und der Verbandsgemeinde Helbra. Das sind die vier Gebietskörperschaften, die zu einem Wahlkreis zusammengefasst wurden. Da fehlt natürlich eine ganze Menge vom Landkreis Mansfeld-Tütharz. Ne? Also man muss dann wissen, dass der Bereich Goldene Aue, Stolberg, die Ecke schon wieder zum ganz anderen Wahlkreis gehört. Sangerhausen bildet einen Wahlkreis mit Mansfeld zusammen. Das Seengebiet gehört zum Saalekreis und die Stadt Arnstein gehört zum Salzlandkreis. Spätestens ab der Stelle wird es verrückt oder grotesk. Also das ist für niemanden nachvollziehbar. Gekommen ist das durch eine Parlamentsreform, die man in der letzten Legislaturperiode gemacht hat, wo man eigentlich was Gutes wollte. Man hat gesagt, okay, auch der Landtag muss der demografischen Entwicklung Tribut zollen. Wir müssen uns auch verändern, wir müssen kleiner werden. Es gibt weniger Leute in Sachsen-Anhalt, die Bevölkerung ist geschrumpft. Demzufolge muss auch der Landtag kleiner werden. Und man hat gesagt, deswegen müssen wir auch die Zahl der Wahlkreise verringern. Und dann hat man eine Wahlkreisreform gemacht und hat Wahlkreise miteinander verbunden, weil es eine Bemessungsgrenze gab, die nicht über- und unterschritten werden durfte. Und da ist dann so ein komisches Gebilde rausgekommen. Ist ein klassisches Beispiel dafür. Aus dem Rezeptbuch für Politikverdrossenheit. Ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, könnte man auch sagen. Also man hat gut gemeint, man wollte den Landtag verschlanken, man wollte ein Signal senden, dass auch wir als Landtagsabgeordnete der Entwicklung Rechnung tragen und hier Veränderungen vornehmen, kleiner werden, dadurch billiger auch werden, ne? Also mehr Abgeordnete kosten ja mehr Geld dem Steuerzahler. Man hat gesagt, wir machen es jetzt kleiner. Dass dadurch so eine komische Wahlkreisreform rauskam, hat niemand vorausgesehen damals. Aber dann waren auch die Zeichen der Zeit nicht so, dass man sagen konnte, wir stoppen jetzt die Landtagsverkleinerung. Man muss sehen, wie sich die Wahlkreise perspektivisch entwickeln. Meine Fraktion, die Linksfraktion, hat ja jetzt ein Gesetz vorgelegt, wo es um Gleichheit von Männern und Frauen geht an der Stelle. Also ein sogenanntes Paritätgesetz. Das hätte übrigens zur Folge, dass wir auch die Wahlkreise wieder anfassen müssten. Das können wir gut nochmal ansprechen. Ich wollte noch einen Einschub noch. Ja. Das fiel mir gerade ein, nicht, dass ich es dann vergesse. Du hast ein Wahlkreisbüro in Hettstedt und in Eisleben. Ja. Und da finden regelmäßig Bürgersprechstunden statt, dass der Bürger Gelegenheit hat, mit dir ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, sein Anliegen vorzubringen oder vielleicht die eine oder andere Information zu holen. Nun ist es aber allerdings jetzt schwierig. Wie ist denn das, wenn jemand aus dem Seengebiet jetzt meint, das ist ja mein Abgeordneter? Schickst du den weg? Nein, natürlich nicht. Also ich habe aber er ist ja nicht zuständig, die müsste zu jemand anders schicken. Ja, ich fühle mich zuständig für den gesamten Landkreis Mansfeld-Tütharz quasi und insbesondere für den Altkreis Mansfelder Land. Also auch die Stadt Arnstein, die ja eigentlich zum Salzlandkreis mitgehört, natürlich bin ich dort auch sehr präsent und versuche auch gerade im Widerstedt mit Novaleschloss und so weiter, hat man ja schon über viele Jahre hinweg zu tun, dort auch was zu machen und bin auch für die Bürgerinnen und Bürger dort da. Da steht demnächst zum Beispiel auch wieder eine Veranstaltung an. Also da ducke ich mich auf keinen Fall weg.
sondern sage, hier ist meine Verantwortung, ich bin ein Kind des Mansfelder Landes, also fühle ich mich auch für das gesamte Mansfelder Land bzw. für den gesamten Landkreis mitverantwortlich und mit zuständig. Man muss ja auch sehen, dass bei der letzten Landtagswahl kaum noch Abgeordnete aus unserem Landkreis in den Landtag gewählt worden. Ne? Also diejenigen, Eduard Jantos ist jetzt wieder nachgerückt, er war aber auch 2 Jahre nicht mit am Start. André Schröder in Sangerhausen hat eigentlich das Amt des Finanzministers und ist weniger als Abgeordneter aktiv. Ja, und dann hat man irgendwie einen ehemaligen AfD-Abgeordneten, von dem man wenig hört, und einen AfD-Abgeordneten in Sangerhausen, von dem man noch weniger hört. Aber viel mehr ist ja da nicht mehr. Ne? Und von daher wird der Landkreis natürlich auch von mir in Magdeburg mit vertreten, und ich versuche dann auch das eine oder andere auch in der Regierungskoalition für unseren Landkreis und für die Entwicklung rauszuholen, was ja zum Beispiel beim Theater in Eisleben ganz gut gelungen ist. Als jemand, der nicht konfessionell gebunden ist, schüttle ich doch manchmal den Kopf, wenn ich jetzt was ganz anderes sehe, nämlich so eine Karte, wo Kirchenkreise und sowas eingezeichnet sind, die sich überhaupt nicht mit den administrativen Verwaltungseinheiten decken, die man heute hat, da stelle ich den Kopf, warum denke ich zu, Kirchenkreis Sommer da und so weiter, wo jetzt die evangelische Kirche hier dazugehört und ähnliches, schüttle ich so als Außensteher den Kopf, warum macht man denn das eigentlich? Aber bei der politischen Ebene ist es genauso. Ich müsste doch eigentlich, würde ich jetzt mal sagen als Wähler, einfach es zuordnen können, dass so Gebilde wie Altkreis, Hettstedt oder ähnliches ist der Wahlkreis, und da wähle ich meine Leute, wo das auch einen Bezug hat zu den anderen politischen Dingen, mit denen man zu tun hat. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Und dass es da Veränderungen geben soll, das habe ich nicht vergessen. Dazu kommen wir noch gleich. Aber noch vorher noch was anderes. Seit 20 Jahren in der Politik an so herausgehobener Stelle. Das bedeutet ja ganz am Anfang, dass man natürlich erstmal Neuling ist und brutalerweise ganz hinten sitzt. Ja, hört sich das an und wächst rein in verschiedene Funktionen. Und mit der Zeit ändert sich das. Und jetzt bist du parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Was ist denn das eigentlich? Na, parlamentarischer Geschäftsführer, könnte ich auch sagen, ist der Geschäfte führt, die parlamentarischen. Nein, es ist der, unterm Strich, ich sage immer so, wenn man moralisch ist. Ist der, der dafür zuständig ist, dass der Laden läuft, dass der Laden funktioniert, also im parlamentarischen Sinne. Ich bin dafür zuständig, dass man guckt, dass alle Anträge rechtzeitig zur Landtagssitzung eingereicht werden, dass man überhaupt Anträge hat, dass man eine gewisse Prioritätensetzung vornimmt. Dann gibt es ja bestimmte Abgeordnetenrechte, also ein Fragerecht und eine Antwortpflicht der Landesregierung. Kleine Anfragen ist ja ein beliebtes Mittel, wie Abgeordnete agieren, dass sowas eingehalten wird. Man vertritt die Fraktion im sogenannten Ältestenrat gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden. Unterm Strich kann man sagen, man ist so ein bisschen wie der Zweite in der Fraktion. Also man ist nicht offiziell stellvertretender Fraktionsvorsitzender, aber man hat in Abwesenheit des Fraktionsvorsitzenden seine Rolle mit auszufüllen und agiert quasi in der ersten Reihe. Man ist für das Organisatorische zuständig, dass der Parlamentsbetrieb in der Fraktion ordentlich läuft und an keinen Ecken klemmt. Das ist sozusagen meine Aufgabe. Abläufe organisieren, Sitzungen, Einladungen, dass alle rechtzeitig angebunden sind, Kommunikationsflüsse organisieren und so weiter. Das alles, was im parlamentarischen Raum stattfindet, Ausschussbesetzung, wer geht in welche Ausschüsse. Ja, und da ist es schon von Vorteil, wenn man sich schon ein bisschen auskennt in dem Laden. Ne? Das wäre schon nicht schlecht, glaube ich. Indem man weiß, wie der Politikbetrieb auch insgesamt funktioniert. Und du hast ja richtig gesagt, ich bin seit 1998 dabei, damit mittlerweile einer der Dienstältesten im Landtag von Sachsen-Anhalt. Es gibt nur noch einen Abgeordneten in meiner Fraktion, der länger dabei ist. Das ist Wolf Gallert, der Vizepräsident des Landtages. Ja, und ansonsten kann man da schon so ein bisschen auf der Erfahrung zurückgreifen. Das ist auch wichtig in dem Job. Nun gab es ja seit der Wende immer ein paar Veränderungen im Landtag. Mal war die FDP drin, dann war sie wieder draußen, mal waren die Grünen drin, dann waren sie wieder draußen. Alles nicht so, sage ich, behaupte ich mal so, in der Außenwahrnehmung nicht so entscheidend wie eine Veränderung, die es nach der letzten Wahl gab, dass nämlich die AfD mit einer großen Fraktion eingezogen ist in den Landtag. Und da gab es viel Diskussion darüber, was ändert sich jetzt in dem Umgang miteinander, wie wird das alles werden. Jetzt ist das ja alles schon ein bisschen eine gewisse Zeit Aktualität, also es ist so seit über 2 Jahren. Hat sich das alles ein bisschen beruhigt im Umgang miteinander? Naja, es ist kulturell und im Umgang untereinander schon nach wie vor etwas anderes, weil der Tonfall, den die AfD anschlägt, auch in beleidigender Hinsicht,
ist schon, vorsichtig gesagt, sehr gewöhnungsbedürftig. Wir hatten, glaube ich, noch nie, also seitdem ich dabei bin, Debatten, wo so häufig dann auch Ermahnungen, Ordnungsrufe von der Präsidentin ausgesprochen werden müssen, weil sich Rednerinnen und Redner einfach im Ton vergreifen und nicht im Griff haben. Ich glaube, dass das alles nicht gut ist für die Entwicklung des Landes. Ich finde auch, dass der Landtag bei solchen Sachen kein gutes Bild abgibt. Also es gibt mehrere Schulgruppen, die zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, die Landtagssitzungen besuchen, die sich dann hinterher bei einem beschweren und sagen, also der Tonfall, der da von der AfD angeschlagen wird, wenn wir im Unterricht so reden würden, dann würden wir rausfliegen und so weiter. Das ist keine Vorbildfunktion, die da ausgeübt wird. Und insofern kann man nicht davon sprechen, dass es besser geworden sei. Im Moment ist es noch so, man muss ja sehen, wie die AfD sich weiterentwickelt hat. Erinnert mich das ein bisschen so an die frühen 90er Jahre, wo man auch Truppen in den Landtag geschickt hat, wo man nicht weiß, was im Endeffekt dabei rauskommt. Ne? Die AfD hat einen großen Aderlass erlebt. Also es sind mittlerweile ja 4 Abgeordnete, die ursprünglich dabei waren, aus der Fraktion ausgetreten. Der eine, der Herr Diederichs, ist ja jetzt mittlerweile als Gast in der CDU-Fraktion. 2 andere sind fraktionslos. Und der dritte, der ist jetzt auch fraktionslos. Das ist sogar der ehemalige Fraktionsvorsitzende von Ihnen. So eine Fälle gab es im Landtag von Sachsen-Anhalt bisher noch nie. Also dass derjenige, der als Spitzenkandidat für eine Partei ins Rennen geht und die Fraktion führt, dann die Fraktion verlässt und in eine andere Partei eintritt. Also es hat natürlich viel mit Chaos und so weiter auch zu tun. Inhaltlich hat sich es auch irgendwann erschöpft, weil die Leute merken auch irgendwann, es können nicht an allem nur die Ausländer Schuld haben und die Geflüchteten. Da erschöpft sich ja auch dann ihre These. Und wenn die Wählerinnen und Wähler keine Konzepte bekommen, wie sich die Rente entwickeln soll, wie sich das Gesundheitswesen entwickeln soll, wie man ökologisch sich entwickeln kann und wie es wirtschaftlich und sozialpolitisch in dem Land vorangehen kann. Und da gibt es keine Konzepte von der AfD. Dann sind die Bürgerinnen und Bürger natürlich auch nicht zufrieden. Und ich denke, dass sich das in den nächsten Wahlen auch wieder bemerkbar machen wird, dass die Wählerinnen und Wähler, die vielleicht der eine oder andere bisher gesagt hat, okay, aus Protest wähle ich die jetzt mal, um mit der Hoffnung, dass sich dann auch was ändert und was zum Positiven verändert. Es hat sich was verändert, aber ich glaube nicht zum Positiven und das werden die Wählerinnen und Wähler auch merken. Du warst lange medienpolitischer Sprecher der Fraktion, sogar noch in der Personalunion, sogar noch mit als parlamentarischer Geschäftsführer und medienpolitischer Sprecher und auch im Rundfunkrat des MDR. Das heißt, also Medien liegen dir schon am Herzen, das ist was, auch ein gewisses persönliches Faible dahinter steht. Ja. Dann gab es ja diese Framing-Geschichte, dass die ARD so ein internes Blatt hatte, wie sie sprachlich miteinander umgehen wollen und nach außen auftreten und so weiter. Das hat ziemlich einen Wirbel ausgelöst. Was ist deine ganz persönliche Meinung dazu? Na, ich habe mich ja da auch sehr schnell dazu geäußert. Meine Äußerung war in der Richtung, dass ich gesagt habe, es ist totaler Unsinn, was da gemacht wird. Die sollen sich auf ihre Arbeit konzentrieren und sollen ihren Auftrag erfüllen, den sie per Gesetz haben. Das war mein Kommentar dazu. Denn natürlich haben sich dann Kommentatoren auf bestimmte Teile gestürzt, aber das waren schon ein paar Spitzen dabei, wenn ich denke, dass hier mit einer privatkapitalistischen Heuschrecke sitzt und dich unterhältst. Das ist schon ein dickes Ding. Ja, also so eine Formulierung da drin zu haben, dass eben das ein bisschen auch wirklich die ganzen privaten Medien da ziemlich diffamiert wurden. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen Auftrag. Dazu gehört das, was in dem Papier steht, mit Sicherheit nicht. Und die sollen sich an ihren Auftrag halten und sollen ein ordentliches Programm machen. Das wäre die beste Verteidigung, die man für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen kann. Und darauf sollen sich konzentrieren. Mehr ist aus meiner Sicht dazu nicht zu sagen. Denke ich, reicht auch zu dem. Und jetzt kommen wir endlich mal zur angestrebten Parlamentsreform. Was soll da passieren? Ja, also die letzte Parlamentsreform, die im Landtag stattgefunden hat, habe ich ja eben geschildert. Da ging es darum, den Landtag zu verkleinern, die Abgeordneten-Diäten anders zu regeln, die Aufwandsentschädigung, die man bekommt, anders zu regeln. Das war eine Reform, die war sehr nach innen gerichtet. Ne? Also man hat sich sehr mit sich selbst und mit dem Parlament und den Abgeordneten beschäftigt. Jetzt sitzen die parlamentarischen Geschäftsführer miteinander wieder da und haben eine neue Kommission für eine neue Parlamentsreform ins Leben gerufen. Und der Ansatz meiner Fraktion, der Linksfraktion, ist, dass es jetzt mal eine Reform geben muss, wo die Bürgerinnen und Bürger etwas davon haben. Eine Parlamentsreform, wo nicht die Abgeordneten einen Mehrwert rausziehen, sondern es wird allerhöchste Zeit, dass die Bürgerinnen und Bürger von einer Parlamentsreform was haben. Und deswegen wollen wir als Linksfraktion erstmal 3 Dinge anstoßen. Das erste ist, wir wollen, dass die Ausschusssitzungen im Landtag künftig öffentlich stattfinden, sodass
es endlich Transparenz auch in diesem Bereich gibt. Das ist von der Linken schon eine sehr, sehr lange Forderung. Seit den frühen 90er Jahren haben wir das gefordert. Es deutet sich an, dass man jetzt hier endlich mal eine Mehrheit dafür bekommt. Das wäre schon ein großer Erfolg für uns, wenn es uns gelingen würde, dass alle Ausschusssitzungen grundsätzlich öffentlich sind. Und wir wollen auch erreichen, dass sie im Internet übertragen werden, weil die Raumkapazitäten sind immer sehr begrenzt. Und wenn es dann doch und das ist natürlich... Ja, mal angenommen, im Innenausschuss gibt es... Und da legen immer schnell mal nach Magdeburg. Und im Innenausschuss gibt es mal eine Anhörung zur Zukunft der Straßenausbaubeiträge. Nehme ich jetzt mal als Beispiel. Da gibt es wahrscheinlich ein sehr großes Interesse von Bürgerinnen und Bürgern, sich die Sitzung anzusehen. Und dafür muss es dann einfach eine Internetübertragung geben, weil die Leute, die da Interesse haben, würden in keinen Raum des Landtages reinpassen. Das ist das eine Vorhaben, was uns vorschwebt. Das andere ist, wir wollen das Beschwerderecht der Bürgerinnen und Bürger stärken. Das Petitionsrecht gibt ja den Petitionsausschuss. Da wollen wir, dass die Fachabgeordneten, die Fachausschüsse sich viel stärker mit Petitionen beschäftigen müssen. Also beispielsweise, es gibt eine Petition von Bürgerin XY gegen eine Schulschließung in einem Landkreis. Die richtet sich an den Landtag und dann muss die Landesregierung eine Stellungnahme dazu abgeben. Wir wollen, dass sich künftig auch der Bildungsausschuss damit beschäftigen muss, damit auch Fachexpertise mit reinführt. Dann muss es eine Online-Petitionsmöglichkeit geben. Also wir wollen das Beschwerderecht der Bürgerinnen und Bürger deutlich stärken. Und das Dritte, was wir erreichen wollen, ist, dass es künftig eine gleiche Anzahl von Männern und Frauen im Landtag gibt, dass also das sogenannte Paritätgesetz umgesetzt wird. Das hätte zur Folge, dass wir erneut an die Wahlkreise rangehen würden, neue Wahlkreise zuschneiden würden und damit aber diesen Unsinn, über den wir vorhin geredet haben, die Zerstückelung des Mansfelder Landes, die Zerstückelung von Mansfeld Südharz beenden würden, wenn unser Gesetzentwurf so, wie er jetzt vorgelegt wurde, angenommen werden würde. Dann hätte es wieder einen Wahlkreis Mansfeld-Südharz, also einen Wahlkreis Mansfelder Land geben und einen Wahlkreis Sangerhausen, in dem jeweils zwei Direktkandidaten, ein Mann und eine Frau, agieren. Hätte man vier Abgeordnete im gesamten, direkt gewählte Abgeordnete im gesamten Landkreis und wir hätten zwei klar definierte Wahlkreise. Und ich finde, dass das Mansfelder Land zum Beispiel zwingend ein Wahlkreis sein muss und nicht der eine Ort gehört dahin, der dritte gehört dahin und so weiter. Das muss Geschichte sein. Ich denke, wenn uns da was gelingt, in diese Richtung das eine oder andere anzustoßen, das eine oder andere umzusetzen, dann wäre uns auch bei der Parlamentsreform einiges gelungen. Ja, da stimme ich auf alle Fälle zu. Ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass das wieder Einheiten werden, mit denen man sich identifizieren kann. Was diese Geschichte betrifft, dass man ja paritätisch Mann und Frau aufstellt, das ist natürlich ein gewaltiger Bruch zu dem bisherigen Prozedere, wo es das gleiche allgemeine Wahlrecht, jeder oder jede kann aufgestellt werden und so weiter und so fort, würde ja jetzt bedeuten, dass ein Kriterium das Geschlecht ist. Es kann jeder Mann kandidieren, es kann jede Frau kandidieren, es gibt nur zwei getrennte Listen. Also es ist vieles in der Diskussion, zurzeit auch auf anderen Ebenen, auf Bundesebene, in verschiedenen Ländern und so weiter, da passiert sehr viel. Ist auf alle Fälle, das wäre aus meiner Sicht die größte Veränderung, die angestrebt wird. Wird man sehen, wie das weitergeht und wie das auch andere bewerten und so weiter und so fort. Also das wäre auf alle Fälle... Wenn wir bei der Parlamentsreform es hinbekommen, dass künftig die Ausschüsse öffentlich tagen, dass wir das Beschwerderecht der Bürgerinnen und Bürger stärken, dann wäre uns schon was gelungen. Das andere wäre auf alle Fälle ein Paradigmen. Man muss ja mal wissen, wir als Linke sind auch Opposition, haben keine Mehrheit, keine Regierungspartner an der Stelle und da ist natürlich das, was man selber erreichen kann, erstmal begrenzt. Und dafür, dass wir Opposition sind, gelingt uns im Landtag schon das eine oder andere doch erstaunlich ganz gut, finde ich. Und ganz persönlich willst du vielleicht noch mehr erreichen, nämlich es geht um den Parteivorsitz im Land. Da wird gewählt in diesem Jahr. Im Juni. Und du hast sozusagen, wie man das so schön sagt, deinen Hut in den Ring geworfen. Das ist richtig. Was hat dich dazu bewogen? Naja, wir haben ja mit Andreas Höppner einen Landesvorsitzenden, der auch erfolgreich, glaube ich, die Partei noch mal ein bisschen neu ausgerichtet hat. Er ist nämlich ein typischer Vertreter des ländlichen Raums. Also er kommt ja selber aus dem Bereich Gardelegen dort oben, ist Ortsbürgermeister in Kloster Neuendorf, das ist eine kleine Ortschaft dort, ein Mensch vom Dorf, der sich auch selber so bezeichnet. Ja, und Hochstädter, nicht? Als Hettstädter. Ja, aber ich sage mal, Sachsen-Anhalt besteht ja, glaube ich, zu über 80% nur aus ländlichem Raum. Und es ist ja schon eine gewagte These, Magdeburg und Halle als urbane Räume zu bezeichnen. Ne? Das ist ja schon anders als Berlin. Aber ich glaube, wenn man erfolgreich sein will in Sachsen-Anhalt, dann muss man auch Politik für die Region in Sachsen-Anhalt machen. Und wenn die nur zu 80% nur aus ländlichem Raum besteht, dann muss der ländliche Raum deutlich stärker in den Fokus der Politik.
Da hat Andreas Höppner als Landesvorsitzender viele Verdienste. Leider hat er gesagt, er will sich wieder mehr auf seine kommunalen Tätigkeiten konzentrieren und will im Juni nicht erneut als Landesvorsitzender antreten. Das heißt, er tritt nicht zurück, er wird diese Funktion bis zum Ende seiner Legislaturzeit auch vollständig ausfüllen. Wir haben ja jetzt auch noch die wichtigen kommunalen Europawahlen. Steht er selbstverständlich weiter an der Spitze der Landespartei. Aber im Juni, wo turnusmäßig unser neuer Parteitag ansteht und der neue Parteivorstand dann gewählt wird, muss es einen anderen Kandidaten geben. Ich bin von diversen Leuten gefragt worden, ob ich dafür zur Verfügung stehen würde. Natürlich fühlt man sich erstmal geschmeichelt bei so etwas. Will ich auch gar nicht verhehlen. Aber man muss ja bei sowas noch nicht zusagen. Also um sich irgendwie Anerkennung zu genießen, reicht es ja erstmal gefragt zu werden. Ne? Man muss ja nicht gleich zusagen. Zusagt man, wenn man es wirklich ernst meint. Und mir liegt sehr viel an dieser Partei und auch an ihrer Entwicklung. Ich würde sehr gerne das fortsetzen, was Andreas Höppner begonnen hat, nämlich eine klare Orientierung auf den ländlichen Raum zu geben. Und habe deshalb meine Kandidatur, meine Bereitschaft erklärt. Das heißt nicht, dass es keine weiteren Bewerberinnen und Bewerber geben kann. Das ist ein offenes Verfahren. Also im Moment gibt es aber nur dich als Bewerber. Im Moment ist mir kein anderer Bewerber bekannt. Hat ich auch niemand jetzt geäußert, dass er beabsichtigt oder darüber nachdenkt. Aber da warten wir mal noch ab. Es ist noch ein bisschen Zeit. Bis Ende Juni ist dann der Parteitag. Und ich werde auf jeden Fall da kandidieren. Und dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Da sind wir natürlich auch gespannt. Das ist jetzt im Juni, wir bewegen uns ein bisschen in die Zukunft. Vorher sind, du hast es ja auch kurz erwähnt. Aber vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Roland Klaus war ganz am Anfang Landesvorsitzender der damaligen PDS, ist ein gebürtiger Hettstädter gewesen. Wahrscheinlich hat die Partei mit gebürtigen Hettstädtern und mit Leuten aus Hettstedt nicht die schlechteste Erfahrung gemacht. Es wäre das zweite Mal, dass jemand aus Hettstedt kommt, Vorsitzender dieser Partei in Sachsen-Anhalt wäre. Das finde ich ist eigentlich eine schöne Geschichte, auch für die Stadt und für die Region. Eine Anekdote, ihn habe ich in Rom getroffen. Ach, wunderbar. Ja. So klein ist die Welt, genau. Ja, aber wieder zurück zu unserer Reise in die Zukunft. Das ist ja im Juni diese Wahl. Ja. Vorher im Mai, du hast ja kurz erwähnt, sind Wahlen auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen, nämlich ganz relativ unten auf der kommunalen und ganz weit oben auf der europäischen Ebene. Die europäische Ebene ist das eine, da gibt es ja genug Geschichten, was jetzt alles mit dem Brexit zusammenhängt und so weiter, was sollen wir da hier vor Ort groß aufwirbeln, wenn wir hier irgendwas erzählen in 5 Minuten, gibt es schon wieder eine andere Richtung, man muss das einfach mal verfolgen und sehen, was eigentlich für Irrsinn da stattfindet. Aber Irrsinn ist die richtige Bezeichnung. Ja, das ist wirklich, man kann es kaum nicht mehr nachvollziehen, was da eigentlich an Wendungen passiert. Zum anderen wird auch in dem Zusammenhang diese große Ebene, das wird auch nicht so sehr in Hettstedt oder nicht mal in Magdeburg entschieden, wer da so weiter ist. Ganz anders auf der kommunalen Ebene. Da geht es ja zum Beispiel los, dass die Parteien alle mehr oder weniger Probleme haben, Kandidaten zu finden, Bürger, die sich auf dieser Ebene engagieren und oft auch die Listen geöffnet werden, dass man auch Bewerber mit aufnimmt, die nicht aus der Partei sind. Das ist bei euch nicht anders. Das war bei uns schon immer so und ich finde, das ist sogar ein sehr gutes Prinzip, gerade auch in der Kommunalpolitik mit offenen Listen zu agieren. Es heißt ja nicht für umsonst, dass Kommunalpolitik über Parteigrenzen hinweg blicken muss und dass man da auch überparteilich zusammenarbeiten muss und für die Region oder für die Kommune, die eigene Stadt, das Beste rausholen will, gegenüber auch dem Land. Ich bemängele übrigens, dass dieser Schulterschluss in den letzten Jahren viel zu wenig über die Parteien hinweg stattgefunden hat. Also wenn ich sehe, wie sich die kommunale Familie untereinander zum Teil behagt, finde ich, müsste viel mehr Einigkeit darin bestehen, dass man gemeinsam seinen Protest noch stärker nach Magdeburg oder nach Berlin artikuliert, weil die sind die Verantwortlichen dafür, dass hier unten zu wenig Geld ankommt, ne? Weil sie es für Rüstung oder Ähnliches ausgeben oder für Bankenrettung oder ähnliche Richtungen. Aber was ich nicht teilen kann, ist die Einschätzung, dass die Parteien Probleme haben, ihre Listen vollzukriegen. Also bei meiner Partei ist es in Mansfeld-Südharz so, dass wir jetzt schon deutlich mehr Kandidatinnen und Kandidaten haben als bei der letzten Kommunalwahl. Das zeugt davon, dass wir kommunalpolitisch hier eine gute Arbeit gemacht haben müssen. Ich bin sehr stolz darauf, wer alles auch als Parteiloser für uns seinen Hut in den Ring geworfen hat und gesagt hat, ich will gerne auf der Liste der Linken für die Kommunalwahl kandidieren. Also Gisela Hutschenreuther, eine der bekanntesten Eisleberinnen überhaupt, als Spitzenkandidatin für den Stadtrat aufzustellen.
Kollegen von der Polizei, aus dem Sportbereich, also vom FC Hettstedt, der Vorsitzende, der Geschäftsführer, der Jugendtrainer vom Tischtennis, Leute vom Volleyball und so weiter. Also merkt man ja, dass wir auch in dieser Breite auch durchaus verankert sind. Ich freue mich auch sehr, dass Roland Ritter von den Grünen, also der bisher bei den Grünen engagiert war, jetzt das erste Mal sagt, er kandidiert auf unserer Liste. Oder der Allgemeinarzt Dr. Handke von Hettstedt. Das sind so Persönlichkeiten, wo man, glaube ich, sagt, die tun auch dem Stadtrat oder dem Kreistag richtig gut. Die Schulleiterin von der Sekundarschule, Anne Frank, kandidiert für den Kreistag und für den Stadtrat. Also das sind einfach richtig gute Persönlichkeiten, die man da gefunden hat oder die sich von sich aus auch bereit erklärt haben, bei uns zu kandidieren. Insofern freue ich mich tatsächlich auf den Wahltag, weil ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger auch so schlau sind, kompetente Leute zu wählen. Und uns ist wirklich eine gute Mischung gelungen aus erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen Leuten, aus Leuten, die Mitglied unserer Partei sind und parteilos sind. Das finde ich ganz prima. Vielleicht gibt es auch in den letzten Jahren eine gewisse Repolitisierung der Menschen. Einfach weil man sieht, wie drumherum immer mehr Krisen sich aufbauen. Regional, lokal, global, kann man mit allen möglichen Vorzeichen sagen, die Welt ist eigentlich nicht schöner geworden. Nee. Wenn ich mal daran denke, was für Hoffnungen man kurz nach der Wende hatte, nachdem die Militärblöcke aufgelöst wurden, als es hieß, dieser Ost-West-Konflikt ist weg, jetzt können wir uns um das, die Weiterentwicklung der Welt als solche jetzt kümmern, die ideologischen Schranken seien weg und so weiter. Wenn man denkt, was da passiert ist seitdem, na gute Nacht. Da würde ich gerne dann doch mal noch zwei, drei Sätze zur Europawahl dazu sagen. Man kann und muss aus meiner Sicht auch viel Kritik an der EU haben. Und da läuft auch vieles in eine Richtung, die für Bürgerinnen und Bürger nicht nachvollziehbar ist. Aber auf der anderen Seite sieht man, was für ein Chaos und ein Irrsinn entsteht, wenn man sagt, wir wollen jetzt mal einfach die EU wieder verlassen. Also ich glaube, das, was in Großbritannien gerade passiert, das wünscht sich kaum jemand in Deutschland, außer vielleicht die AfD. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Wähler und Wähler, die es gut mit dem Land meinen, so eine Situation herbeiführen wollen. Und man muss immer auch sagen, das hast du eben ja völlig richtig angesprochen, Europa war immer ein Garant für Frieden. Es hat, solange wie es diese Europäische Union gegeben hat, zwischen diesen Staaten keine kriegerischen Handlungen gegeben. Und gegründet wurde das Ganze von einer Generation, die damals den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat. Und im Bewussten, in einer bewussten Entscheidung dafür hat man gesagt, wir wählen diesen Friedensweg. Und mir wird wirklich Angst und Bange, wenn man jetzt wieder anfängt, das Gebilde aufzudröseln, die Leute rausgehen und miteinander dann vielleicht den einen oder anderen Konflikt dann eben nicht mehr friedlich austragen. Und ich glaube, dass das über allem steht, dass der Frieden in Europa nach wie vor eines der wichtigsten Sachen ist, wenn nicht sogar die wichtigste, die erhalten bleiben muss. Und dafür ist ein Verbund zwischen Staaten notwendig. Und ja, ich denke mal schon, das Wichtigste beim heutigen Stand der Waffentechnologie, brauchen wir auch nicht über nachdenken. Und wenn Atomwaffenverträge, die eigentlich Abrüstung besagt haben, aufgekündigt werden durch Trump und Ähnliches, das sind alles Entwicklungen, die nicht gut sind. Erstens, weil sie unheimlich Geld kosten, weil wieder Geld in die Rüstung gesteckt wird, was man sinnvoll für Soziales ausgeben müsste. Und weil natürlich das Gegenteil von Frieden ist nun mal Krieg. Und das ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Und das möchte niemand. Fast schon wie ein Schlusswort. Und dem kann man sich ja nur anschließen. Aber vielleicht wollen wir zum Ende unseres Gesprächs, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, müssen langsam mal zum Punkt kommen. Vielleicht noch so eine kleine Vision. Wir haben jetzt ausführlich über die jetzt anstehenden Wahlen gesprochen. Das sind ja nur ein Zeithorizont von wenigen Monaten. Mhm. Landtagswahlen sind 2021 angesetzt. Wenn die Koalition hält, wird es bis dahin noch dauern. Was sind denn deine politischen Visionen, neben der Tatsache, dass du das Amt des Parteivorsitzenden anstrebst? Naja, ich sag mal, ich denke immer schon ein bisschen in Etappen. Und natürlich denke ich jetzt erstmal bis zur nächsten Wahl, auch im Mai, und dann, wie sich dieses Jahr weiterentwickelt. Also so einen Blick nach 2021 zu wagen, ist aus meiner Sicht noch ein bisschen früh, weil man, du hast ja völlig richtig gesagt, gar nicht weiß, ist ja auch alles von anderen Umständen mit abhängig, wie lange hält denn diese Koalition, die sogenannte Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt noch. Also es ist ja bekannt, dass Grüne, SPD und CDU inhaltlich in Sachsen-Anhalt sehr, sehr weit auseinander sind und deshalb auch sehr wenig, so gut wie gar nichts zusammen auf die Reihe kriegen. Wir haben ja Landtagssitzungen, wo die Koalition nicht einen Antrag bringt, nicht eine parlamentarische Initiative von den Koalitionsfraktionen, weil sie sich einfach auf nichts einigen konnten. Das ist
Stillstand, was hier passiert und zum Teil auch Rückentwicklung, hat natürlich auch viel was mit Stagnation bei der AfD und so weiter zu tun, weil sich da nichts bewegt. Das muss zur nächsten Wahl wieder aufgebrochen werden. Ich war immer ein großer Anhänger und bin es nach wie vor, dass die Linke auch regiert in dem Land. Wir haben gerade in Thüringen gezeigt, wie man das gut machen kann. Und wenn ich mir die Umfragewerte dort für den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und die dortige Landesregierung angucke, da kriegen, glaube ich, die Landesregierung in Sachsen-Anhalt kriegt da feuchte Augen, wenn sie das sieht. Die Zustimmungswerte dort in Thüringen, die machen einfach auch viel richtig. Ich würde gerne so einen Weg auch in Sachsen-Anhalt sehen. Leider gab es die Mehrheiten. Es gab ja rot-rote Mehrheiten oder rot-rot-grüne Mehrheiten im Landtag von Sachsen-Anhalt. Da hätte dann die Linke einen Ministerpräsidenten stellen wollen. Dazu war die SPD nicht bereit. Die SPD hat sich immer zum Anhängsel der CDU gemacht. Jetzt haben sie den Salat. Sie werden ja kaum noch als eigenständige Kraft wahrgenommen. Ich hoffe, dass die SPD ihren Kurs, den sie jetzt zumindest angekündigt hat, wieder deutlich linkere, sozialere Politik zu machen, dann auch wirklich umsetzt. Das kann nur in der Konsequenz eigentlich enden, dass man dann auch bereit ist, mit der Linken zu koalieren. Und insofern hoffe ich, dass man dann in Sachsen-Anhalt 2021, jetzt wage ich dann doch mal die Prognose dahin, dann auch einen Regierungswechsel erlebt und der mit einem Politikwechsel verbunden ist in Richtung sozialere und bessere Politik für Sachsen-Anhalt. Ja, aber bis dahin wird noch sehr viel politisch passieren. Wir werden es mit verfolgen. Davon gehen wir aus. Und ich bedanke mich erstmal fürs Kommen heute. Ich denke, fand es ein interessantes Gespräch, dass man einfach mal so ein bisschen von der Leber wegreden konnte, wie das so aussieht, wie das so läuft, was so werden soll in den nächsten Monaten. Vielen Dank dir und sehr gerne, Dank, liebe Zuschauer. Und ich hoffe, Sie schalten das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, zu Gast bei Ihrem Punkt im Fernsehen. Dankeschön. Zu Gast sehen Sie mit freundlicher Unterstützung der Kanzlei von Rechtsanwältin Andrea Hoffmann. Ehe, Familien, Arbeits-, Miet- und Sozialrecht. Hettstedt, Markt 47.